Also, bevor ich dahergekommen bin, habe ich mir eigentlich gedacht, Mensch, ich hätte ja was viel Wichtigeres zu tun. Viel, viel wichtiger, nämlich Rasen mähen, bevor es regnet. Spaß. Spaß. Es ist natürlich nichts so wichtig für mich, als herzukommen und dabei zu sein. Das ist im Moment das Allerwichtigste. Ja. Und dann war ich kurz vorher bei Ebel einkaufen. Normalerweise komme ich da immer durch, bis ich an die Kasse komme. Und dann fällt es erst auf, dass ich die Maske nicht auf habe. Aber heute ist es schon ein bisschen eher aufgefallen, weil an der Brottheke, da hat die mich gefragt, ja, warum ich die Maske nicht aufsetze. Und dann habe ich gesagt, na ja, das hat sich doch schon wieder geändert. Der Drossen hat doch schon gesagt, das ist alles Quatsch gewesen. Naja, sowas ähnlich. Ganz so habe ich es nicht gesagt. Aber wir sind hier informiert worden, dass die Maskenpflicht von den Geschäftsinhabern nur an ihre Mitarbeiter, also denen das gesagt werden soll. Und die sind verpflichtet. Es ist doch schon zweimal gesagt worden. Und das wollte ich den Angestellten weitergeben und rüberbringen. Da hat die Geschäftsladenführerin geholt und naja, dann haben wir ein bisschen diskutiert. Aber die hat das nicht glauben wollen. Die sagten, nein, wir sind verpflichtet, den Kunden das zu sagen. Und die dürfen hier nicht durchgehen ohne Maske, wenn sie keinen Attest haben. Und jetzt habe ich langsam den Eindruck, dass die vielleicht sogar neidisch oder das nicht ganz sehen, dass sie stundenlang 8 Stunden oder länger da hinter einer Maske verbringen müssen und die Kunden, die können es sich erlauben oder die können so durchgehen. Ich glaube, dass die da einfach unzufrieden werden. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss unbedingt herkommen und muss das ansprechen, dass wir da doch noch vielleicht irgendwas unternehmen können. Zusammen einen Brief verfassen und mit mehreren Unterschriften und denen ins Internet stellen oder was weiß ich, was es da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht gemeinsam an so Geschäftsinhaber oder an die Konzerne schreiben. Ja, jedenfalls müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, dass die nicht so verloren sind. Die glauben sich auf der anderen Seite und wir können machen dann, was wir wollen, wenn wir da durchs Geschäft spazieren oder einfach unser Attest rausziehen und sie müssen da ob sie wollen oder nicht. Naja, also lassen wir uns noch was einfallen, habe ich gedacht. Ne? Das war's. Ich habe eben auch einen Test und ich mache das dann immer so. Also ich gehe ganz freundlich als allererstes zu der Verkäuferin, an der Kasse sitzt, die mir zuerst begegnet. Dann sage ich eben, ich habe einen Test, darf ich bei Ihnen bitte eben, also ist es möglich, bei Ihnen ohne Maske einzukaufen? Und bis jetzt hat es super gut geklappt. Also ich war gerade im Moment vor 5 Minuten im Rewe, bin rein, bin zur Verkäuferin an der Kasse eben mal so und das war überhaupt kein Problem. Und ich sehe das eben mal so, man sollte mit denen, die Angst haben und
diese Regeln eben befolgen wollen für sich eben. Also das muss man einfach akzeptieren. Und ja, und ich gehe dann eben auch. Also wenn jetzt einer zu mir sagen würde, eben also nein, also hier dürfen Sie nicht einkaufen, dann würde ich einfach wieder gehen. Eben also dann hätte ich kein Problem damit eben, weil ja, ich finde auch eben also, man muss denen eben ihre Meinung lassen und außerdem kostet mich das Kraft und Energie, mich mit denen auseinanderzusetzen und von daher, ich kann im nächsten Laden genauso einkaufen. Okay.